Was nimmt man heute als risikoarmen Anteil oder Anlage, Staatsanleihen oder Festgeld? Ah, schwerste Frage ever. Also da geht es ja auch um dieses ganze Thema, dass mit immer mehr Geld um sich geworfen wird. Ja, wo soll das alles enden? Da kommen wir jetzt in mehrere politische Doktrinen rein. Ja? Also die einen sagen, nimm Tagesgeld bzw. Festgeld, hast du Einlagensicherung und kannst noch ein bisschen Rendite kriegen, weil du halt die Marketing-Euros der Banken noch abgreifen kannst. Die anderen sagen, naja, die Entität, die als letztes pleite geht, ist der Staat. Ja? Das heißt, dass die Bundesrepublik ja eher Banken pleite gehen lässt, als dass sie selber ihre eigenen Anleihen nicht mehr bezahlt. Also sind die sicherer und besser, Staatsanleihen. Wieder andere sagen, ja, vergiss doch das Ganze mit den Staatsanleihen, bevor ich mein Geld irgendwelchen windigen Gestalten gebe, so nach dem Motto, als ob Griechenland, Spanien, Italien mir jemals meine Staatsanleihe zurückzahlen. Da kaufe ich doch lieber Anleihen von großen Firmen, also große Anleihen, die mindestens eine halbe Milliarde besser, eine Milliarde Volumen haben. Also sowas, was halt Siemens, Daimler-Benz oder BASF begeben, weil die zahlen mir mein Geld eher zurück. Und da siehst du ja schon die ganze Bandbreite der politischen Meinung. Aber dieses Thema Stabilitätsanker ist in der heutigen Zeit wirklich schwierig. Und ich würde immer noch dazu raten, das ist aber meine persönliche Meinung, bis 50.000 Euro lasse ich einfach alles im Tagesgeld und darüber hinaus beginnt für mich die Grauzone. Ich weiß, es ist eigentlich 100.000 Euro pro Person und Bank. Ja, also eigentlich könnte man 400.000 Euro auch auf vier Banken verteilen. Und wer nach dem Einlagensicherungsgesetz safe, da glaube ich einfach nicht dran, weil wer braucht schon 400.000 Euro? Da kann man 350.000 streichen und 50.000 pro Person reichen auch. Das ist aber ein reines, subjektives, demagogisches Bauchgefühl von mir und darüber hinaus, also über 100.000 Euro würde ich persönlich, und so haben wir das auch für uns hier in der Familie gehalten, eben tipptopp Staatsanleihen kaufen und das bedeutet in unserem Fall einfach deutsche Staatsanleihen. Also wir haben keinerlei europäische Staatsanleihen, sondern deutsche Staatsanleihen als Stabilitätsanker.